Was wir machen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder weniger Medikamenteinsatz, ist, dass wir probieren, möglichst wenig Medikamente einzusetzen bei den Kühen. Also wenn wir Kühe beispielsweise trocken stellen oder wenn wir Probleme haben, probieren wir zu machen, dass wir vielleicht nicht Antibiotika-Einsatz müssen. Dass wir mit der Naturheilmittel arbeiten können, unter anderem. Und wenn es nicht reicht, das ist klar, dann fahren wir auch mit Antibiotika einfahren. Aber möglichst wenig, das ist ganz klar. Was wir im Winter auch machen, ist, wir haben eine Schnitzelheizung montiert, letztendlich. Also das ist schon ein paar Jahre, wo wir das Nachbargebäude, das ist ein Kurszentrum, beheizen. Und dort hier brauchen wir einige 100 Kubik Schnitzel pro Jahr. Für uns selber braucht es nicht so viel, aber für das Zentrum braucht es recht viel. Die brauchen mehr als ein Kubik bis 2 Kubik Heisswasser pro Tag. Und das sind wir alles mit Schnitzelwärme. Die brauchen das natürlich viel weniger Heizöl. Dort haben wir die Heizöl-Heizung entfernen können.